Okay. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Am Mittwoch wurde hier von unserer Umweltministerin der Klimaschutzbericht vorgestellt. Dabei wurde ersichtlich, dass die CO2-Emissionen im Verkehrssektor wenig bis gar nicht abgenommen haben. Das wird als Begründung verwendet, dass man die CO2-Gesetzgebung insbesondere für Pkw erheblich verschärfen muss. Habe ich ja noch alles verstanden. Der aktuelle Entwurf der EU-Verordnung sieht vor, den Flottenverbrauch, also den Durchschnittswert in Gramm CO2 pro Kilometer, habe ich wohl verstanden, Herr Kühn, drastisch zu reduzieren. Hersteller sind für die Überschreitung dieses Grenzwertes mit Strafzahlungen zu belegen, sagt diese Verordnung. Neben dem Grenzwert ändert sich ab Herbst diesen Jahres auch das Messverfahren von neuer europäischer Fahrzyklus, NEFZ, zu WLTP. Das ist deshalb wichtig, weil das drastische Änderungen hervorruft. Das Ziel ist es, realistischere Verbrauchswerte zu kriegen. Auch das kann man unterstützen. Ich will Ihnen jetzt aber mal aufzeigen, was das für Auswirkungen hat. Ein Opel Astra mit 1,4 Liter Hubraum hat unter NEFZ-Testbedingungen einen CO2-Emissionsbeitrag von bis zu 128 Gramm CO2 pro Kilometer. Bei dem neuen Messverfahren hat das gleiche Auto einen Beitrag von 209 Gramm pro Kilometer. Wird die EU-Verordnung, so wie sie jetzt ist, ab 2021 umgesetzt und der aktuelle Grenzwert von 95 Gramm CO2 findet Anwendung, dann zahlt die Firma Opel, wenn sie nur noch Opel Astras verkauft, für diesen Astra einen Strafbetrag von 10.000 Euro pro Auto. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Der Hersteller reduziert den Verbrauch durch technischen Fortschritt. Um die geforderten Werte für ein Fahrzeug der Kompaktklasse zu erreichen, müssten die thermodynamischen Wirkungsgrade ungefähr verdoppelt werden. In Ausschüssen höre ich immer, dass durch diese scharfen Grenzwerte die Innovationskraft gefördert wird und damit die deutsche Autoindustrie gestärkt wird. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Nestle? Ja, erlaube ich, klar. Ihre Redezeit wird auch angehalten. Darauf, da Sie gerade auf die Unterschiede im Messverfahren hingewiesen haben, die ja tatsächlich Schwierigkeiten hervorrufen, möchte ich aber fragen, ob Ihnen auch klar ist, dass in Brüssel derzeit diskutiert wird um eine prozentuale Absenkung, diese Erhöhung also mitnichten dazu beiträgt, dass die Strafzahlungen höher werden. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Ja, vielen Dank, dass Sie das fragen. Die prozentuale Erhöhung, da gibt es ja auch schon Zahlenwerte dafür. Herr Kollege, ganz genau, Moment. Frau Kollegin Nestle, es wäre angemessen, wenn Sie stehen bleiben würden. Ja, ist mir bewusst. Ich will das kurz inhaltlich ausführen. Dieser Wert, der bei 95 Gramm liegt, da gibt es Ihre Umweltverbände, die haben auch schon eine Vorstellung darüber, um wie weit der angehoben wird. Der wird nämlich auf 100 bis 102 Gramm angehoben. Das ist der Vorschlag, der existiert. Das heißt also nochmal ganz kurz, dann hat der Opel Astra nicht 209 Gramm zu 95, sondern 209 Gramm zu 100. Das sind dann nicht 10.000, sondern vielleicht 9.950 Euro. Ungefähr so sieht die Größenordnung aus. Ich würde jetzt ganz gerne fortschreiten. Also diese nahezu Verdopplung der thermodynamischen Wirkungsgrade in 4 Jahren fordern Sie de facto mit dieser, nicht Sie, sondern die EU fordert das, also leider auch das, was die CDU unterstützt. Ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus. Das ist auch mittelfristig extrem unrealistisch. Das allein zeigt eigentlich schon, dass wir ein massives Problem mit der Kenntnis naturwissenschaftlicher Grundlagen hier in diesem Bundestag haben. Es gibt noch eine zweite Option. Es gibt noch eine zweite Option für die Hersteller, die Grenzwerte zu erfüllen. Stellen Sie eine Frage, dann beantworte ich die auch. Der Hersteller verkauft einen nennenswerten Anteil sogenannter emissionsfreier Fahrzeuge. De facto werden das Stand heute Elektrofahrzeuge sein. Diese sind aber aufgrund der notwendigen privaten Infrastruktur und der hohen Kosten für Batterien für Geringverdiener oder eine junge Familie de facto nicht finanzierbar. Diesen Leuten machen Sie durch diese Gesetzgebung den Kauf eines günstigen Fahrzeuges unmöglich. Es kommt hinzu, dass der Ersatz von Verbrennungsmotoren durch Batterien die Wertschöpfung von Deutschland nach Asien verschiebt. Ich sag das mal ganz bildlich. Einen großen Teil der mittelständischen und kleineren Betriebe in der Drehteil- und Maschinenbauindustrie gibt es mit dem Ende des Verbrennungsmotors nicht mehr. Leider. Aber es kommt ja noch besser. Ein Elektrofahrzeug erzeugt mit dem deutschen Strommix genauso viel CO2 wie ein moderner Diesel. Ohne eine funktionierende CO2-freie Stromerzeugung sparen Elektrofahrzeuge kein CO2.
Sie verlagern die Emissionen in den Stromerzeugungssektor. Alles, was Sie hier machen, sind Taschenspielertricks. Aber das sind Sie ja große Klasse drin. Der Herr Scheuer, den wollen wir heute mal nicht rufen. Herr Ferlemann ist ja da. Herr Scheuer glänzt ja mit Rückrufaktionen, die sich natürlich nur gegen die deutsche Unternehmen richten. Und damit verschleiern wir die Tatsache, dass wir gar keine Diskussion um Fahrverbote hätten, wenn wir die Regierung in Brüssel dafür sorgen würde, dass wir gesundheitlich unbedenkliche und trotzdem erreichbare Luftreinheitsziele verhandelt hätten. Es reicht eben nicht, utopische Umweltziele zu formulieren. Man muss auch einen funktionierenden Plan haben, wie man diese erreicht. Wir können mit diesem komplett sinnlosen Vernichtungsfeldzug gegen unsere Automobilindustrie das Weltklima nicht retten. Wir müssen darüber reden, wie wir eine saubere Umwelt erreichen, ohne den Menschen in diesem Land ihr Auto oder den Arbeitsplatz wegzunehmen. Die Einführung realistisch erreichbarer CO2-Grenzwerte, wie von uns gefordert, in der EU, ist dazu ein erster Schritt. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Spanier. Als nächstes für die SPD-Fraktion der Kollege Frank Schwab.